Willkommen zurück zu einem weiteren Part Skyrim. Wir sind in dem Ölsturz-Hügelgrab angelangt. Sind ja im letzten, da ist eine Falle. Ja, sind da reingegangen. Haben vor dem Hügelgrab ein paar Soldaten gekillt. Der ist ein bisschen tanky. Aber kein Problem, weißt du? Der wird einfach gerebt. Auch wenn seine Augen leuchten, ist mir egal, weißt du? Da kenne ich nichts. So, gehen wir weiter. So, wir sind jetzt immer noch. Okay, der lebt. Easy. Stehen jetzt ein paar mehr auf, habe ich das Gefühl. Ja. Easy peasy lemon squeezy. Oder jetzt. Ich habe auch, glaube ich, mal die Effekte weggemacht. Soweit ich weiß, wenn es geklappt hat. Oh lol, er hat einfach einen Bogen. Zack! Bam! One hit! Zack! Tot! Die waren zwar schon tot, aber jetzt sind sie tot. Oh, no, oh! Oh! Ja, dann brauchen wir den nicht mehr, dann brauchen wir das nicht mehr. Sondern das. Ja? Das ist der neue Shit. Easy. Ganz, ganz easy. Okay. Ja, ich habe die Bluteffekte habe ich noch drin gelassen, weil die ganz okay waren. Aber das mit dem Licht habe ich rausgenommen. Und die Soundeffekte. Aber ich glaube, die Soundeffekte sind irgendwie immer noch drin. So habe ich zumindest das Gefühl. Weißt du? Verstehst du? Ja. Wir plündern die Leichen. Da muss man jetzt ganz schnell durchrennen. Und zwar genau jetzt. Ganz easy. So. Hier sind überall. Also wir sind hier in einer Leichenkammer, ja? Oder in Grabkammer. Was auch immer. Da ist ein Gegner. Verstehst du? Aber den machen wir einfach One-Hit. Wir sind so geskillt, ja, im Zweihänder. Ich kenne da nichts. Der ist stärker als unser jetziges Schwert. Denke ich mal. 27. Nein, ist er nicht. Aber es sieht cooler aus. Deswegen nehmen wir den. Alter, sieht das nice aus. Ja, wir müssen jetzt aber. Ups, zack, zack. Oder nee, wir machen mal das da auf 2. Denn jetzt können wir auch mal ein bisschen sneaken. Und die ganzen Drog auch von hier schon zerstören. Zack, in die Eier. Weißt du? In die Eier läuft immer. Da heulen sie alle. So, da ist auch einer. Ups, der ist schon aufgewacht. Das ist nicht cool. Und er sieht uns. Zack. Tot. Ja, da kommt noch einer. Ganz easy. Jo. Ich weiß nicht, die denken halt einfach, die sind stärker, weißt du? Wenn sie denken, die sind stark, sind sie nicht. Sind sie, ich bin stärker als. Ja, ich hab alle besiegt. Also, die merken aber nicht den Unterschied zwischen gut und böse. Weißt du? Guck mal, man kann jetzt auch. Wenn man jetzt hier wäre, weißt du? Hätte man das auch ganz easy abschießen können und alles wegkriegen. Aber, da wir jetzt von der anderen Seite waren, ne? Hätten wir zwar auch abschießen können, ja. Aber. Da denkt doch keiner dran, Mann. Leute, das ist doch ganz selbstverständlich. So, da kommt jetzt einer raus. Das war mir klar. Hätte auch, wäre auch lustig, wenn da niemand wäre. Ich bin schon Level up wieder. Mal wieder. Ich mache echt viel Damage mit dem Zeug, ne? Also mit der Zweihänder-Skillung. Das ist echt heftig, Alter. So. Gesundheitsskillen. Ganz easy. Gehen wir wieder in den. Schwerrüstung oder zwei. Wir gehen nochmal in Zweihänder rein. Okay, da können wir keinen Skillpunkt mehr reinmachen. Was ist denn hier? Mächtiger Angriff mit 200 Patronen. Weniger. Oh, das ist gut. Das ist echt gut. Ja. Ich denke mal, am Anfang gehen wir jetzt erstmal fett in Zweihänder rein. Und später dann, wenn wir halt echt auf den Sack kriegen, dann können wir auch Rüstung skillen. Auf schwere Rüstung schon, wie. Ja, wie man es denken kann. Versuche jetzt auch ein bisschen, ja, euch ein bisschen das Spiel näher zu bringen. Weniger heftige Trolle, also. Ja. Ich laber immer noch Scheiße, ja. Aber ich will halt auch, dass ihr was von dem Spiel versteht, weißt du? Es gibt ja Leute, die haben es noch nie gespielt und denken so, yo, der labert nur Bullshit. Ist richtig, ich, ja, schon.
Aber ich kann auch gut was über das Spiel erzählen. Zwar nicht alles, denn ich habe es ja, wie gesagt, noch nicht durchgespielt. Aber zum Beispiel jetzt das mit dieser Skillung, dass man halt am Anfang eher auf Damage kann, weil da kriegt man eh noch nicht auf den Sack. Und später halt so eher auf Rüstung und Schmiedekunst und sowas kann, wenn man halt auch erst die Erze und sowas bekommt. Denn am Anfang wirst du erstmal noch alles sammeln und ein paar Quests machen und ein paar Gold farmen. Ja, und später dann machst du dir deine Rüstung und alles kommt dann, da kommt dann alles dazu, weißt du, wenn du in der ersten Gilde bist, wird wahrscheinlich die, wie hieß denn die Gilde? Dunkle Bruderschaft war es nicht. Die Gefährten? Ich weiß nicht, die erste Gilde, die wir auch in Weißlauf dann auf treffen werden, auf die wir dann treffen werden in Weißlauf. Und ja, ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, welche Gilde ihr, also falls ihr das Spiel schon gespielt habt, welche Gilde ihr am besten findet oder ob ich eine Gilde zuerst machen soll. Außer jetzt natürlich die Magier-Gilde, denn ich bin überhaupt kein Magier. Und ja, da könnt ihr auch gerne schreiben, so, ja, mach doch mal Diebesgilde, mach doch mal Dunkle Bruderschaft oder sowas. Dann kann ich euch da auch gerne mal ein paar Missionen zeigen oder mal, ja, ein paar Parts davon in diese Gilde gehen. Man kann ja in der Vorweißlauf, glaube ich, ist da so eine Kutsche, da kannst du in die Städte gehen und kommst du da direkt hin zu den ganzen Gilden. Können wir alles machen und ich, Vollidiot, habe nicht auf meine Uhr geguckt. Ja, das ist natürlich sehr cool. Okay, Moment, ich hole mal kurz mein Handy, um auf die Uhrzeit zu gucken. So, da haben wir's. Wir haben jetzt 7 Minuten. 5 bis 7 Minuten. Länger wird's nicht gewesen sein. Wenn überhaupt, ey. Oh Gott, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel wir schon aufgenommen haben jetzt. Ah, das ist ärgerlich. Ja, das ist für Zauberer, die brauchen wir aber nicht. Ich habe keinen Bock, das mitzuschleppen, weil im Endeffekt ist es dann bei Verzauberungen drin und ich werde es eh nie verzaubern, weil ich kein Magier machen werde, ganz einfach. Denn ich finde, Magier ist so irgendwie die langweiligste Rolle. Weil du klickst einfach nur auf einen Button, weißt du, auf eine Maustaste oder auf einen Controller, auf den Schultertasten, brutzelst die weg, ey, das ist doch langweilig. Also da will ich lieber so blocken hier, zack, und dann rein, zack, blocken und sowas. Also interaktiv, verstehst du? Okay. Da sind wir safe durchgekommen. Da ist der erste Drog wieder drin. Den haben wir easy gekillt. Den haben wir ganz easy auseinandergenommen. Moment. Da schieße ich drauf. Ah, shit, ist schon viel zu spät. Komm mal her. Putz! Okay, die sind alle One-Hit mit dem, mit dem Schlag. So, der brutzelt da jetzt. Oder auch nicht. Lol. Ja, dann sammeln wir ein bisschen ein, ne? Da ist kein Gegner. Nee. Mal sehen. Ach, da hinten. Ja, komm mal her. Zack! Alter, wie viel Damage du einfach machst, du dieser Scheiße, Alter. Es ist echt heftig. Ich habe davor immer nur Bogen und 2 Einhänder gespielt. Aber macht ja echt heftigen Damage mit der Zweihand, mit dem Zweihandschwert. Zweihandschwert, genau. Mit dem Zweihandschwert. Boah, das ist echt krass. Hätte ich nicht gedacht, verstehst du? So, gehen wir mal da hoch. So, ist hier noch was Schönes? Nö, hier ist nix. Wie in jedem Rollenspiel, überall gucken. Man kann, überall muss man durchgucken, ob da irgendwas ist. Weißt du? Also die Stelle, also ich weiß nicht genau, wo alles liegt, so, also ich, so ein paar Stellen weiß ich noch so, ja, da liegen vielleicht Seelensteine oder sowas. Aber nicht alles. So, jetzt sind wir hier schon angelangt. Hier müssen wir jetzt die Klaue reinmachen. Das Rätsel, das ist zum Glück ja mein Vorteil, weil ich die Rätsel schon kenne. Dann, ich erkläre es euch zwar, aber da muss ich nicht so übel lange tüfteln. Also man geht jetzt einfach in Objekte. Sonstiges war das, glaube ich. Genau. Jetzt sehen wir hier die Symbole. Das ist einfach ein Bär, Schmetterling, Eule. Wir müssen ganz oben Bär. Da ist ein Bär. Da ist Schmetterling.
Schmetterling, 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 genau. Und Eule. Also einfach über zweimal. Und dann die Klauen an. Da geht das Ganze auf. Und wir haben das Rätsel gelöst. Leute, wir sind einfach so gut in diesem Spiel. Jetzt sieht man auch mal die Spinnenweben. Ja, ja. Das Alte ist einfach immer noch das Beste, ja. Nichts verbuggt. Okay, manche Sachen vielleicht schon, aber man sieht wenigstens Spinnenweben. So, ist hier noch was? Hier ist nichts mehr. Okay. Ist vielleicht irgendwo noch Erze, wo wir abbauen können? Nee, hier ist auch kein Erz. Also zumindest nicht, dass ich jetzt was gesehen habe. Ah doch, ich glaube, hinter dem oder da links ist was mit Erz. Wir gucken mal. Ah, hier ist sogar eine Truhe. Okay. Gucken, was da drin ist. Gold, Granatstein, Silberbarren und Zehnstein und Silber. Oh, das gibt viel Geld beim Shop. Das gibt sehr viel Geld. Okay, wir können da. Können wir da hochspringen? Irgendwie hochbacken? Nee, geht nicht. Schade. Müssen wir doch ganz außen rum. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch Erz war. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Wir sehen jetzt hier, das ist so eine, Drachenschreien oder sowas. Also da ist halt so eine Steinmauer mit den ganzen Wörtern. Und wenn man da näher geht, dann lernt man Drachenschrei. In dem Fall jetzt, Fußrodar. Das bekannte Fußrodar. Verstehst du? Jetzt haben wir aber erst das erste gelernt, das Fuß. Und immer wenn wir dann an diesen, da gibt's immer, also an diesem Ort ist immer ein Boss. In dem Fall kommt der jetzt hier raus. So. Wenn wir den töten... Nee, warte mal, wie war denn das? Ich glaube, das... Ah, nee, 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 nee. Das war laut. Das war richtig laut. Zack! Alter, dass man den sogar down macht. Also eigentlich, wenn man jetzt... Zum Beispiel, wenn ich jetzt Bogen geskillt habe. Oh, da ist zum Beispiel jetzt der Drachenstein. Zu dem kommen wir dann auch noch gleich. Das ist gut, das können wir dann entzaubern. Das, wie gesagt, mit dem Drachenstein spoiler ich jetzt nicht. Das ist, hat aber auch noch eine Bedeutung. Die wir dann auch bald sehen. Oder beziehungsweise... Kreaturen und Personen bis Stufe 4 greifen 6 Sekunden lang in der Nähe an. Nehmen wir mal mit, weil das übel viel wert ist. Wie gesagt. So, aber ich glaube, hier war wirklich noch was. Oder war hier auch nur die Truhe? Ach, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Das gibt auf jeden Fall sehr viel Money. So, das... Okay. Ja, okay, dann ist ja wohl nichts mehr. Dann können wir auch mal rausgehen. So, unsere Ausdauer ist leer. Das heißt, wir können nicht mehr sprinten. Super. Versteckte Tür. Nach jedem Dungeon gibt es eigentlich so eine versteckte Tür oder so einen Secret-Ausgang. Damit man nicht nochmal den ganzen Weg zurücklaufen muss. Und ja. Dann sind wir auch schon hier am Ende. Also hier geht's raus. Ist noch eine Truhe. Hier ist nochmal Gold. Ah, verdammt, das wollte ich gar nicht mitnehmen. So, Blitzschaden. Wo ist denn das jetzt? Die Rüstung können wir hier lassen. Die ist einfach nur zu schwer. Das können wir eigentlich anziehen. Das können wir mitnehmen, das sind Zutaten, die wir dann auf am Alchemistentisch oder wie das heißt, da benutzen können. Dann können wir auch Tränke herstellen. Ja, Tränke. Damit wir uns heilen können oder sowas. Hier sind Mammuts gestorben, wie es scheint. Oder irgendwas anderes Großes. Hier ist eine Leiche. Ja. Da hinten ist auch irgendwo Flusswald dann wieder. Denn wir sind... Da hinten sind wir irgendwo reingekommen. Das heißt, dass hier dann links gleich Flusswald irgendwo wieder sein muss. Vielleicht sind jetzt auch wieder die Namen auf Deutsch. Boah. Ja, da bin ich mir aber jetzt nicht so sicher. Alter, wie lang... Mir kam das nie so lange vor. Genau, hier ist auch noch so ein Lager. Da war, glaube ich, ein Fischer oder sowas. Und hier war eine Hexe. Ein Hexenhaus war ja auch noch in der Nähe. Da können wir dann auch noch vorbeischauen, weil
Ja. Genau, ein Wasser-Add-on habe ich auch noch drin. Damit das Wasser hier ein bisschen schöner aussieht. Das sieht man, glaube ich, auch. Ja. So, hier ist ein Fischer oder ein Jäger. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ja. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Was habt ihr denn der zu verkaufen? Jarl kann wohl kaum Hallo. Jeden Hirsch Hallo. Essen, Psst. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Gute Aussagen. So, was hast du denn? Viel Fell. Aber nicht das, was ich jetzt gehofft habe. Ja gut, da ist aber noch ein Geldbeutel, den wir geklaut haben, da sie uns nicht gesehen hat. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Okay, sie ist jetzt aufgestanden, jetzt können wir wieder weggehen. Hier ist ein Eisenerz. Sehr schön. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Wunderschön, Leute, wunderschön. So, ich weiß jetzt nicht genau, wann wir aufgenommen haben. Ich werde einfach noch so 10 Minuten aufnehmen. Zu wenig wird es wahrscheinlich nicht sein. Wenn doch, dann tut's mir leid, aber ja, passiert im Leben, ne? Ach genau, hier sind wir jetzt wieder am Schrein, wo wir den Kriegerstein genommen haben. Schrein. Oder Stein. Echter Steine. Schrein wäre eigentlich sinnvoller. Naja. Vielleicht sehen wir jetzt auch die Wölfe, die wir aus der Höhle nicht bekommen haben. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass da Wölfe waren. Guck mal, wir haben gerade sogar einen Fisch gesehen. Der da rausgesprungen ist. Da schon wieder. Ja. Dann können wir mal in Flusswald die Klaue abgeben und Geld kassieren. Von dem Typen. Ja, da sind die Wölfe. Sehr schön. Bam. Das ist der zweite. Da, komm da. Ja, komm her. Ja. Da wirst du mich nicht treffen. So. Danke. Für dein Fell. Genau, Fell, Fell. Sehr schön. Ja. Können die Waffe auch mal wieder wegstecken und laufen. Ich weiß nicht, ob dann weniger Ausdauer verbraucht wird. Oh, die Ausdauer regeneriert sich aber echt langsam, ey. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. Oh, jetzt fängt das Gehen wieder an, ey. Das ist echt ätzend. Ich sollte echt nicht morgens und nicht mitten in der Nacht aufnehmen, weißt du? Das ist echt nicht cool. Naja, das sein muss, muss sein. So, jetzt können wir zu dem, Flusswaldhändler. Riverrod Trader. Ja, ich weiß nicht, warum es auf Englisch ist, echt. Naja, lassen wir uns nicht stören. Zeigt Lucan Valerius. Ihnen, dass man Lucan Valerius nicht bestiehlt. So, ich hab die Klaue. Ihr habt sie gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Jo, da haben wir die... Oh, 400 Gold hat er uns gegeben. Nice. Es bedeutet vielen Dank, so dass ihr euch um die... Was habt ihr denn zu verkaufen? Hiervon, was davon? So. Wir verkaufen jetzt erstmal... Oh, wie viel Gold hat er denn? 700 hat er wieder. Geil. Ja, dann können wir das verkaufen und ja, man kann nicht immer alles verkaufen, das ist halt echt nicht cool. Granatsteine. Leinentuch, was wir aus Versehen mal mitgenommen haben. So, wir haben noch, haben wir nichts mehr? Oh lol. Abels Tagebuch werden wir nicht brauchen. Funken. Weiß nicht, ob wir das schon erlernt haben. Die Schriftrollen werde ich nicht benutzen. Ganz einfach. Dann das Gift werde ich nicht benutzen. Das werde ich nicht. Das auch nicht. So, Zaubertrank der geringen Ausdauer. Ja, Magiker, okay. Okay. Das werden wir auch nicht brauchen, denke ich. Nee. Das Schild werden wir auch verkaufen. Das brauchen wir nicht. Den Ring und die Kette können wir behalten. Das können wir nämlich verzaubern. Und dann können wir. Ach stimmt, das war... Ah, shit. Man sieht jetzt auch so 260, das war eigentlich irgendwas mit 800. Das ist... Man kann auch den Redewert skillen. Oder die Redekunst heißt es, glaube ich. Und dann kann man zum Beispiel, du kriegst mehr Gold oder... die Waren sind billiger bei Händlern.
Und so kann man sich halt in dem Spiel Vorteile verschaffen. Oder man geht halt voll in Damage und Rüstung und allem in Kämpfen halt. Ist halt sehr ausgeprägtes Spiel, was man mit der Skillung machen kann. Zum Beispiel kannst du jetzt auch ein kompletter Dieb werden, der einfach nie entdeckt wird, weil er einfach so gut in Schleichen geskillt ist und Taschendiebstahl und sowas geskillt ist. Du kannst aber auch einen heftigen Tank bauen, den ich jetzt machen werde, mit Damage und Rüstung. Damit du einfach reinlaufen kannst und die zerschnetzelst, weißt du? So. Oder ein Bogenschütze, der auch viel Stealth hat, also sich versteckt hält und im Hinterhalt alle one-shottet, weil er die einfach im... Zum Beispiel beim Bogenschützen kannst du skillen, wenn die dich nicht sehen, machst du zum Beispiel, wenn du es ganz hoch geskillt hast, irgendwie fünffachen Damage. Mit einem Schuss oder so, und es ist schon richtig ekelhaft, wenn du dann einfach alle tötest mit einem Schuss. Muss halt den Schuss aber halt auch treffen, ne? Weil wenn du daneben schießt und die dich entdecken, ist nicht so cool. Was ich aber auch am Bogenschütze nicht so mag, ist, dass der, wenn er dann entdeckt ist, dann hat er kaum Chancen, weil der hat leichte Rüstung, der hält nichts aus, ey, der macht kein Damage im Nahkampf. Außer du skillst halt Hybrid, dass du irgendwie im Nahkampf mehr Damage machst oder so. Also mit Einhandschwertern, weil mit Zweihandschwertern wirst du nicht gut sein, wenn du da nicht reinskillst. Weil du dann zu langsam zuschlägst und zu wenig Damage machst. Bei mir ist es jetzt so, ich gehe halt voll in Zweihand rein. Da ist es klar, dass man da mehr Damage macht. Ja, aber wenn du einen Bogen skillst und einen Stealth und dann noch Hybrid auf Zweihand oder Einhand skillst, dann wirst du nicht so viel Damage machen. Ganz einfach. Es ist auch viel zu viel Gerede jetzt über die Skillung. Du kannst halt einfach alles skillen, wie du willst. Du kannst auch alles skillen, aber dann wirst du halt nie irgendwo gut sein, sondern immer so, ja, ich kann das, aber nicht so gemeistert, weißt du? Es ist halt, du kannst halt einfach alles skillen, was du willst eigentlich. So, Weißlauf ist hier. Da bist du jetzt rein, da müssen wir außen rumlaufen. Ich gerade angeschossen. Oder wollte. Oh lol. Kommen die Schüsse her. Ach da. Genau, da sind die, Ihr seht stark aus. Kommt naja, nach, das hat sich erledigt. Und das haben wir Gefährte, genau, war es doch richtig. Ihr seid nicht so aus, als würdet ihr die Hilfe brauchen. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Oh. So, was ist ein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Nö. Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Kann man euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Jorvaska. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Ich glaube, ich muss noch etwas üben. So, jetzt können wir in Weißlauf zu Jorvaska gehen. Der ist natürlich gelootet, war klar. Und können ein Gefährte werden, aber dann da warten wir lieber noch ein bisschen. Denn ich habe noch 2-3 Missionen vor mir, die ich unbedingt erst machen will. Für den Anfangsfortschritt, sage ich mal. Ja, doch. So, dann gehen wir mal hier hoch. Also das Sprinten ist mir echt... Der verliert einfach so viel Ausdauer und regeneriert das einfach nie. Er regeneriert schon, aber übel langsam, ey. Jetzt weiß ich erstmal, wie scheiße das ist, wenn man da nicht reinskillt. So, hier sind die Wachen, die schützen das Ganze. Weil die denken immer, die größten Motherfucker. Weißt du? So, da müssen wir jetzt... Da sprinten wir jetzt rein, weißt du? Hallo? Halt! Was? Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Wie jetzt? Ja, der Flusswald, Alter, die brauchen... Ja, Alter. Was ist los? Flusswald ist auch in Gefahr? Natürlich. Ihr kommt wohl besser herein. Ach. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Das weiß ich. Brauchst du mir nicht zweimal sagen, Junge.
Denkt er, der Obermacho, ja? So, ist er aber nicht. Ganz einfach. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden. So, ich denke mal, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut. Dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Ich kann so eine große Bestimmung. Alle reden rein. Alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. So, jetzt machen wir einen kleinen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder schreibt einen Kommentar, wie ihr es gefunden habt oder was ich verbessern soll. Oder lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss und haut da rein.